Hallo und herzlich willkommen bei unserem Channel Project MA Gaming. Ich bin Art und wir spielen heute Train Valley World. Es ist ein weiterer Zugsimulator, Ressourcenmanagement-Spiel. Ein weiteres Spiel. Und ich würde einfach mal sagen, wir hüpfen einfach mal direkt rein, bevor wir jetzt hier lange quatschen. Also allzu viel Neues erwarte ich in dem Game jetzt einfach mal nicht. Ich hoffe, es spielt sich halt gut. Wir springen jetzt einfach mal direkt in die Kampagne, ohne großartig drum zu quatschen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So, wir haben hier Middletown, die brauchen Kohle. Der baut Kohle und oh, ich krieg jetzt hier einmal quasi. Ah, der braucht auch Holz. Der braucht erst Holz, accepts wood. Demands Coal, also der akzeptiert Holz, alles klar. Okay, fangen wir einfach mal an. Continue. Move. Camera with Arrow Keys. So. Ja. Zoom, alles klar, der Klassiker. Enable Building Mode. Da oben ist der Building Mode, alles klar. Build Station next to, ist das die Station? Achso, die war schon ausgewählt. Minus 10.000, alles klar. Und. Muss ich die gar nicht so richtig platzieren? Okay, und dann machen wir von da nach da. Einfach geradeaus. Hervorragend. Confirm by same tile again. Alles klar. Und jetzt bin ich raus. Okay. Open Locomotive List. So, ach, da unten sind Edge Train. Was haben wir denn hier? Eine. Das war nicht viel Auswahl. Click on Logging Camp. Da. Press Confirm. Schließen. Fährt er denn jetzt auch automatisch? Wo ist der Zug jetzt? Build Station next to. Add Orders. Muss ich den einfach. Ach so, wahrscheinlich folgen wir einfach mal der Kampagne. So, der will hier einen Zug haben. Connect Logging Camp and Burners Camp with Rail Tracks. Alles klar. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich einmal. So, buy another locomotive. Buy. Load. Unload. Click Stations. Confirm. So. Packe ich jetzt Holz rein? Das ist die alles entscheidende Frage. Ja. Okay. Der fährt jetzt los. Hervorragend. Eins ist. Das sind meine Züge. Wie beschleunige ich denn? Machen wir mal hier ein bisschen schneller. Soll ja nicht kompliziert werden. So, Connector Cams. So, okay. Der möchte jetzt natürlich von hier nach da. Click Train to change its order list. Add Orders. So, ich nehme natürlich den anderen Zug. Confirm. So, der fährt jetzt hier los. Alles klar. Click Middletown to edit. Hätte ich den Zug nehmen müssen? Ist der so penibel? Das ist schon mal ein super Tutorial. Oder zählt das jetzt einfach? Nein, es zählt natürlich nicht. Alles klar. Das heißt, ich muss den Zug nehmen. Add Orders. Dahin. Click Middletown to edit. Dahin. Press Confirm. So. Add Orders. Dahin. So, die Frage ist, kann ich einfach. Nee. Unload, load, unload, confirm. So, kann ich dem jetzt einfach das gleiche mitgeben?
So, 3 von 6. Was passiert jetzt eigentlich? Achso, der bleibt einfach stehen. Okay. So. Der hat jetzt genügend Kohle. Das heißt, das sollte ich jetzt geschafft haben, oder? Sehe ich das richtig? Complete the level. Fertig. Wahnsinn. Okay. Ah. Failed earn. Restart. So, dann. Naja, Finish. Mal war das zweite. Gut zu wissen, dass es da auch. Oh, es gibt ein Technologie-Tree. Was haben wir denn hier? The can boost trains. Ja, dann nehmen wir den Switchman. Und Lokomotiven. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Sehe ich das irgendwo? 0 Sterne. Nehmen wir den mit. Warte mal, der ist eigentlich auch relativ fix, ne? Der kann aber 5 Waggons tragen. Nehmen wir. Kann ich gar nicht. Okay. Gut, dass ich. Ach, die Sterne hat man jetzt verdient. Gut zu wissen. The Great Drink. Alles klar. Nehmen wir. Sehe ich hier auch irgendwo die Tutorials? Ach, da. Vor dem 18. Pause. Wir müssen es vor dem 18. 50 Passagiere, die habe ich gerade nicht gesehen. Do not build more than 140 track tiles. Alles klar. Continue. So, buy development rights to access the city area. Ah, Kingston. Für 30.000. Ja, nehmen wir. Build stations for both cities. So. Join cities with rail tracks. Fast. So, der möchte gerne Lehm haben. Buy a locomotive. Alles klar. Ich habe nur die. Assign Specialist. Ja, add orders von da nach da. Load, unload. Unload. Ah, okay, hat er jetzt gemacht. Confirm. So, das heißt, der bringt jetzt Passagiere hin und her. Ja, ich habe schon den Start a clay supply chain to complete this request. Ja, das wollen wir doch einfach machen. So, ich überlege jetzt gerade. Kann ich hier eine weitere Dings? Da. Ich kann theoretischerweise. Ja, das machen wir doch einfach. So, und hier auch ein Ding. Alles klar. So. Von hier nach hier. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt 29 von 140. Es sollte machbar sein. So, add train. Load, unload. Ich nehme natürlich auch den. Achso, ich habe nur den einen. Start. Das heißt, ich kann jetzt natürlich. Was ist das hier? Build a new industry. Ich überlege jetzt gerade. Der will auch Kohle haben. Und Stahl? Wer braucht denn Stahl? Er braucht Stahl. Muss ich das erfüllen? Ich muss 50 oder mehr Passagiere, weniger Tracks und ich muss schneller fertig werden. So, ich weiß aber gar nicht, was mein Ziel ist. Complete level before. Okay. Fangen wir einfach mal an. Ich habe keine Ahnung. So, so, er hat noch keine Passagiere. Jetzt gibt es erst Passagiere und Lehm. Das heißt, wir haben jetzt einmal so eine Leerfahrt. Alles klar. So, wir haben 8 Februar 80. Wir haben 4 Jahre Zeit quasi. Das ist gut. Das sollte zu schaffen sein.
Wieso ist der, hat er immer noch ein Ausrufezeichen? So, wir haben drei Passagiere, haben wir fertig, alles klar. Das heißt, der liefert jetzt. Können wir ein bisschen beschleunigen. Ach, die Stadt wächst, wenn man Passagiere hinliefert. Okay. Enable, what? Enable Bridge Building. Okay. Wait until you get Industry Point for complete a city request. Dafür gibt es dann einen Industriepunkt. Okay. Ja, dann wollen wir mal weiter. Ich habe 9 von 50 Passagieren. Das ist schon mal gut. Was sollte ich doch eigentlich hinkriegen, oder? 50 oder mehr Passagiere, weniger Tracks. Ist es machbar? Es ist auf jeden Fall machbar. So. Okay, was soll ich? Ach, Brickworks. Ich kann nur Brickworks. Okay. So. Ah, der will 9 Bricks. Ach, so. Victory, bla. Okay, alles klar. Er möchte gerne Bricks und Iron Ingots. Okay. Ich habe jetzt pausiert. Alles easy. Not enough. Funds, das ist. Wie viel Funds habe ich denn? 10.000. Das ist nicht so viel. Das heißt, ich. Gut, dass ihr mich hier so getrollt habt. Das heißt, ich muss eigentlich viel zu viel Kohle investieren, ne? So, 10.000. Das heißt, ich lasse jetzt einfach mal laufen, damit ich an Kohle komme die ganze Zeit. Und von da nach. Möchtest du da reinfahren? Achso, ich habe noch nicht mal genügend Kohle. Mein Gott. Kann ich mir irgendwo Geld leihen? Sieht jetzt nicht so aus, oder? Was ist hier in dem Menü? Nein. Das sieht übersichtlich aus, das Menü. Das ist, man kann abreißen, man kann Brücken bauen. Gut, dass ich die Brücke hier schon gesetzt habe. Was ist das denn für ein Kack-Tutorial? Aber scheinbar habe ich keinen laufenden Betrieb. Das heißt, ich muss einfach nur warten, bis ich genügend Leute hin und her transportiert habe. Gut, wie teuer ist nochmal so ein Zug? 5.000 brauche ich auch noch für den Zug. Aber die Schienen kann ich schon mal bauen, ne? Oh, okay. Ich sollte vielleicht um den Stein herumfahren. Ja. Obenrum? Versuche ja immer da unten reinzufahren. Was ist, wenn ich hier einfach oben reinfahre? Geht das? 21.000. Warum? Ach, weil ich da das Ding mitnehme. Okay. Ja. So. Dann brauche ich einen zusätzlichen Zug. Load, unload. Confirm. So, das heißt, ich kann aber
Vielleicht, weil der die längere Fahrt hat, reassign, packe ich den mal hier hin. Und dann machen wir was ganz total Crazyes hier. Und zwar fahren wir einfach. Okay. Do add orders, load, unload. Confirm. So, der fährt jetzt hier einmal im Kreis. Ich habe ja nicht so viele Züge. Insofern muss ich halt mal gucken, wie ich an Geld komme. So, und dann brauche ich weitere Schienen. So, das heißt von da nach da. Okay. So, und der braucht hier, um Stahl zu produzieren, brauche ich Kohle. So. Dann warten wir, bis ich die Passagiere fertig habe. Und den kann ich dann gleich abziehen. So, das heißt, hier kommt ein Bar. Nach 10.000 brauche ich. Machen wir ein bisschen schneller, damit ich hier an Kohle komme. So. 10.000. Bringt das mehr Kohle? Oh, das gibt sogar 2.000, die Bricks. Das ist gut. Der lohnt sich ja gar nicht. Der fährt hier einfach nur im Kreis. So. Ich setze den dahin. Das heißt, von hier nach da. Und hier nach da. Und von hier nach da. So. Okay. Ich habe 66 von 50. Das heißt, ich kann jetzt hier. Wo ist denn der Zug? Der? Die Nummer 2. Add orders. Das heißt, du ladest hier die Dinge, unloadest die da. Bis dahin und unload es da. Confirm. Cannot find a route. Ach. Cannot find a route. Muss ich hier so machen? Jetzt hat er eine Route. Alles klar. Da achtet er also drauf. Okay. Also sollte ich vielleicht hier einfach mal pro forma auch Schienen legen. Ja. So. Das heißt, ich habe jetzt genügend. Oh, beeilen wir uns mal ein bisschen. So. Ich liefere das hier mal alles ab einfach. 1000, 1000. Es wird natürlich alles ein bisschen länger dauern, glaube ich. Oh, jetzt packe ich dem einfach auch noch auf die Liste. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 6. Ja, das ist machbar.
Und leider kann ich kann noch einen Zug kaufen sogar. Dann mache ich das jetzt einfach. Add Train. Load. Unload. Confirm. So, und dem gebe ich jetzt einfach mal den, weil der die weiteste Strecke hat. So, den habe ich erfüllt. 128 von 140. Das heißt, ich habe jetzt aber genügend Schienen noch über. Oder was heißt genügend Schienen noch über? Einige. Ach, guck mal, da fährt jetzt immerhin hier so clever lang. 3 brauche, 3 brauch ich noch. Also ich habe doch eigentlich genügend. So, der hat jetzt 3 Ingots. Und dann war's das. November, Dezember. Oh! Das ist ganz knapp. Uiuiui. Das war ganz knapp. Vor Januar. Wir sind im Dezember fertig geworden. Na, geht doch. Finish. So, jetzt können wir im Technology Tree doch theoretischerweise Levels opened 3. Wir können natürlich direkt. Emperor haben wir standardmäßig gekriegt. Wir haben 3 Schienen. Dort bringt es Yardmaster als Bonuscard to train. Das ist natürlich interessant. Ich überlege jetzt natürlich irgendwie eine stärkere Lokomotive. Also hier ist dann die Schnelle mit weniger, mit 54 Meilen pro Stunde. Und das ist die Langsame, die mehr kann. Überlege einfach, die Sterne zu sparen und mir lieber die Spezialisten zu kaufen, weil die sind ja natürlich epochenunabhängig. Das heißt, ich packe mir einfach den Yardmaster dazu. Und Salesman. Der hört sich auch gut an. Und den Steward hole ich mir auch so. Ich gehe hier komplett auf die Jungs. Ich hoffe, das war eine gute Idee. So, dann nehmen wir jetzt Level 3. Pause. So, was muss ich überhaupt erfüllen? Quests completed. San Francisco möchte gerne Lightbulbs haben. Von hier. Der möchte Glas haben. Produziert er Glas? Ich verstehe es nicht. Demands Glas. Der braucht Glas. Wo kriege ich denn Glas her? Also Sand ist schon mal gut. So, Sand produziert. One or more city requests. Und ich muss 2 oder mehr Industrie ausgeben. So. Die brauchen Kühe. Okay, und der braucht hier Licht. San Francisco könnte ich natürlich ein paar Passagiere hin und her schippern. Bietet sich das an? Oder sollte ich denen hier erstmal versuchen, Kühe anzudrehen. Die brauche ich auch, um aufzusteigen. So, Demands Chaos. Der braucht. Stockton braucht Sand. Das heißt, die 2 mache ich doch jetzt einfach nebenbei. So, dann kann ich nämlich mehr Punkte ausgeben und erfülle ein oder mehrere Requests. Alles klar. Das heißt, wir machen das jetzt so. Hier kommt ein Ding hin, da kommt ein Ding hin und hier kommt einer hin. So. Sieht interessant aus auf jeden Fall. dann haben, nehmen wir einen Zug. Inventing, Februar, der wird erst im Februar fertig. Februar 84.
Ja. Ad Specialist. Das heißt, Hi. nehmen wir dich. Add Orders. So, ich kann einfach schon mal laufen lassen. So, Unload. Confirm. So, ich hab. Ach, stopp, stopp, stopp. Ich bin doof. Empty all cars. So, du fährst erst. Add orders. Load. Unload. Unload wheat. Load Kühe. Unload Kühe. Confirm. So. Ich überlege jetzt gerade hier einfach. So zu fahren. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Das heißt, hier habe ich schon mal die erste Warenkette, die mir ein bisschen Geld bringt. Dann brauche ich hier einmal Sand. Sand. Oh, wo ist denn. Ich kann doch gar keine Scheiben machen, sehe ich das richtig? Okay, das heißt, wir bauen aber trotzdem hier aus dem Sand. Oh, not enough funds. Für Kohle habe ich den schon ausgegeben. Wahnsinn. So, die Rinder brauchen jetzt natürlich. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Leerfahrt. Ganz hervorragend. So. Die Frage ist, soll ich einfach wirklich Passagiere machen, um an Kohle zu kommen? Ich glaube, das mache ich. Ich brauche Kohle. Oder? Eigentlich nicht. So, 10.000. Alles klar. So, beeil dich mal. So, du kannst jetzt hier viermal Weizen und vier Kühe einladen. So, 10.000 brauche ich für die Schienen. Puh. So, und dann brauche ich aber einen zweiten Zug, den ich mir noch nicht leisten kann. Müssen wir jetzt hier abwarten. So, der ist jetzt aufgestiegen. Complete one or more City Requests. Ist das ein City Request? Two or more Industry. Hier kann ich Glassworks bauen. Alles klar. So, ich brauche Züge. Load, unload. Confirm. So, hier kann ich noch einen Dingens reinpacken. Was machen wir denn? On Train. Huh. Ja, so ein bisschen mehr Income. Ah, der braucht Glas, aber hier kann ich doch einfach 15.000 brauche ich für das Glassworks. Alles klar.
Oh, das machen wir doch einfach hier. Glassworks steht. Instant. Ich meine, es ist relativ kurzweilig, das Spiel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also so eine wirkliche Herausforderung ist das jetzt aus meiner Sicht nicht. Was hier jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, natürlich. Ist das von hier aus cleverer? Ja, 15.000. Führ mich zum Schotter, los. So, hätten wir fertig. So, das heißt, ich kann mir jetzt einen neuen Zug leisten. Oh, hier 15.000. Ja. Haben wir schon soweit. Gucken wir mal. So. Aber grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, wir können an der Stelle auch aufhören. Ich hoffe jetzt noch den Zug. Mal gucken, was der kann. Der macht Load und Unload. Wir packen, keine Ahnung, dich rein. Du bist schneller. Oh. Ach, den kann ich mir nicht leisten, doch. Start. Okay. So, okay, aber wie gesagt, an der Stelle höre ich jetzt einfach mal auf. Wir speichern jetzt hier und ja, ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen oder vielmehr das Format. Ich würde mich über Kommentare, Likes und Abos freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!